Regina Notícias. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe Regina Noticias, also Reginas Nachrichten. Heute begrüßen wir den bildenden Künstler Peter Vauri de Albuquerque aus Deutschland. Seien Sie interviewt direkt hier im zentralen Sertão in der Frische der Natur. Guten Tag. Seien Sie herzlich willkommen. Vielen Dank. Sie haben einen neuen Typen von Bildern geschaffen. Meine Kunstbilder eröffnen durch ihre Gestaltung einen interessanten Bereich, den wir sitzend und wandernd erfassen können. Diesen Bereich bezeichne ich als dazwischen. Ah, deshalb der Name Zwischenbilder. Ja, diese Welt ist eine Perspektive zum Eröffnen und zu entdecken. Wir sehen ein Feld zwischen zwei klaren Positionen, zwei Bildern, Partnern oder eben Dingen, die sich in einer Polarität gegenüberstehen. Polarität erscheint zunächst gegensätzlich, braucht sich aber gegenseitig. Dadurch entsteht Beziehung und Spannung. Die Kommunikation bewirkt Bewegung im Reiz, das andere kennenzulernen. Und die Besucher des Zwischenbildes sind stimuliert, die andere Seite kennenzulernen. Durch Bewegung werden mehr Lebensgeister geweckt. Also sorgt unsere Bewegung, die entdecken will, für eine starke Lebendigkeit. Mit der Perspektive dazwischen eröffnen wir also ein Spektrum voller Leben. Ich war Geschichtslehrerin und da interessiert es mich sehr, warum sich ein bildender Künstler mit der Geschichte auseinandersetzt. Antonio Conselheiro bietet uns die Möglichkeit, Geschichte zu entdecken. Warum? Wir ahnen, dass er charakterlich so stark war, dass wir von ihm lernen können. Von seiner Intelligenz, von den Kommunikationsergebnissen, seiner Beweglichkeit, seine Intensität und seine soziale Kompetenz. Der Reiz, Antonio Conselheiro zu entdecken, ist also sehr stark begründet. Unser Entdecken ist erforderlich, weil Geschichte das Ergebnis von Vergesslichkeit und Manipulation, also Fälschung ist. Weil die Canudos auf der Verliererseite waren und normalerweise nur Sieger über die Macht der Information verfügen und damit die Nachwelt also auch einseitig informieren oder gar instruieren. Wenn aber heute, nach 120 Jahren, noch so viel bekannt ist über eine menschliche Historie,
die im politisch-gesellschaftlichen Bereich auf der Verliererseite war, dann ist Geschichte ein Muss, einzutauchen. Weil ich als Künstler grundsätzlich sehr daran interessiert bin, Lebensqualitäten zu suchen und zu erweitern, ist mir Antonio Conselheiro über den Weg gelaufen. Antonio Conselheiro scheint einen Weg gegangen zu sein, der sehr viele Ähnlichkeiten mit meinem eigenen Weg aufweist. Insofern bin ich froh, ihn ein wenig kennenzulernen, auch wenn dies in einer anderen Zeit geschieht. Wenn wir ahnen, dass uns Antonio Conselheiro so viele Lebensqualitäten als Charakterstärken bietet, dann wird ein weiterer Schritt erforderlich. Wir sollten die menschlichen Werte der Geschichte der Person Antonio Conselheiro in unsere heutige Zeit mitnehmen. Wie können wir das anstellen? Das heißt, den Wert im Einzelnen erkennen, die Werte vergleichen zu unserem Leben, persönlich, gesellschaftlich und politisch. Und Projektion der Werte, also Qualitäten, als Integration in unser Leben. Für welchen Sinn? Um heute zu leben, aber auch viel reifer. Das bringt mehr Freiheiten. Geschichte für morgen? Wer denkt schon an morgen? Der Egoist? Die Eltern oder Großeltern für die nächste Generation? Denken wir an morgen nur als Sicherungsgedanke? Wer denkt überhaupt an morgen? Vielleicht derjenige, der heute seinen Magen nicht satt kriegt? Nein, dies ist eher weniger wichtig. Also, wer denkt nun wirklich an die Zukunft? Es denkt derjenige an morgen, der viele Kompetenzen mitbringt, Erfahrungen, Selbstbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein als soziale Kompetenz. Eine Perspektive, die über der eigenen Persönlichkeit steht und über die eigene Person hinausreicht. Derjenige denkt am Morgen, der an Freiheit glaubt und sie auch wirklich lebt. Es ist also eine Frage der Haltung. Ja, erst dieses Bewusstsein macht eine Zukunft möglich, die ein Ergebnis liefert aus dem Lernprozess. Geschichte ist eine Reihe von wichtigen Momenten für die Zukunft. Unser Kunsterlebnis konzentriert sich jedoch auf den aktuellen Moment. Vor meinen Zwischenbildern wird man eingeladen, zu wandern. Ich stehe also nicht still vor dem Bild und schaue. Diese Freiheit haben wir auch, zu stehen oder zu sitzen und das Bild anzusehen, aus einer einzigen Perspektive. Jedoch ist es zusätzlich viel spannender, mehrere Eindrücke zu sammeln, indem man die eigene Position ändert. Also Perspektive wirklich etwas reflektiert. Obwohl es sich um ein Bild oder ein Gemälde handelt, verbinde ich es mit einer Skulptur, die zu erwandern ist und zu entdecken.
Ich hoffe jedoch, dass es dadurch möglich ist, das Werk intensiver zu erleben. Ist Bewegung eine Form der Lebendigkeit, würden wir in die Materie immer weiter vertieft ins Detail schauen, so als würde man in ein höchst spezielles Mikroskop schauen, und wir wollten dabei erkennen, was für eine Materie vorliegt. Nachdem wir die Ebene der Atome und Elektronen und so weiter schon passiert haben, dann würden wir erkennen, dass wir keine Materie mehr sehen, sondern nur Bewegung. Daraus können wir schließen, unser materielles Erleben scheint uns als Materie, ist aber Bewegung. Unsere Lebensformel heißt folglich: Bewegung ist Leben. So wie Sie das vom Straßenlärm jetzt hören. Ja, aber warum bewegen sich Ihre Bilder nicht? Es ist wichtiger, dass Sie sich selbst bewegen und damit mehr erfahren. Etwas zu betrachten, was sich bewegt, hat weniger Qualität. Sie wollen doch leben, also etwas erleben. Sagen Sie uns bitte etwas zu den Qualitäten des Wanderns. Das Wandern schenkt uns ein anregendes Niveau des Körpers, im Stoffwechsel gut zu funktionieren. Es ist die gesündeste Körperhaltung. Sie liegt zwischen Ruhe und dem Sprint. Wir sprechen von einem Urrhythmus als Urgesetz. Ein wichtiger Moment unseres Lebens macht dies deutlich. Bei unserer Geburt beginnen wir einzuatmen und dann atmen wir wieder aus. Das ist der Schrei. Und dieses wiederholt sich so oft ein ganzes Leben lang. Ein- und das Ausatmen wechseln sich ab. Die beiden Charaktere stehen als Energie sich gegenüber, so wie das Introvertierte dem Extrovertierten gegenübersteht. Beim Wandern lebt unsere Atmung diesen Rhythmus intensiver. Das Wandern selbst hat auch einen Rhythmus, nämlich zwischen Gehen und Stehen bleiben, beobachten und weitergehen. Wir atmen also etwas ein, eine Beobachtung, und wir bringen Energie wieder hinaus, in Form des Weitergehens. Schon immer hat die Menschheit etwas mit Wandern entdeckt. Nahrung und Partner. Das scheint ein Naturgesetz zu sein. Wer wandert, ist unzufrieden oder ist in einer Notwendigkeit, weil er seinen Ort ändern will. Und er hat auch ein inhaltliches Ziel. Zum Beispiel ist er auf der Suche nach etwas. Und wer entdeckt, der gewinnt. Mein Hinweis als Künstler an dieser Stelle ist: Der Weg des Wanderns selbst ist vielfältig nutzbar. Zum Spüren, zur Reflexion, zur Steigerung der Intensität. Dies hoffe ich zu erreichen mit meinen Zwischenbildern.
Jedoch ist auch zu überlegen, ob nicht das Wandern unseres Antonio Conselheiro eine ähnliche Effizienz hervorgebracht hat. Deshalb möchte ich an dieser Stelle einen Schritt weitergehen und ein Netz von Kunstobjekten zum Wandern vorschlagen. Antonio Conselheiro scheint uns noch in Bewegung zu bringen. Unsere Bewegung ermöglicht eine bessere Flexibilität. Diese Flexibilität erweitert die Anzahl unserer Perspektiven, wie meine Zwischenbilder. Mehr Perspektiven ermöglichen uns mehr Überblick und auch Durchblicke. Dadurch können wir mehr verstehen aus verschiedenen Positionen heraus. Wir gewinnen damit ebenso einen weiteren Spielraum für Entscheidungen. Unser Handeln wird dadurch verantwortungsvoller, weil es den jeweiligen Situationen entsprechender wird. Das war sicher so auch bei Antonio. Antonio sprach mehrere Sprachen. Wie wollen wir miteinander sprechen? Wo liegt die Grenze einer Sprachform? Können wir mit einer Sprache alles ausdrücken? Oder benutzen wir eine andere Sprache zur besseren Ergänzung? Zwei Beispiele. Wollen Sie Ihren Ehekonflikt mit einer Trompete lösen? Oder wollen Sie ein Land regieren, in dem Sie Bilder malen? Ich erkenne die Begrenztheit der Sprache. Diese einfachen Beispiele sollen deutlich machen, warum wir unsere Sprache verändern und damit erweitern. Eine ganze Kulturrichtung kann eine eigene Sprache sein. So ist die bildende Kunst als Sprache in Brasilien noch wenig ausgeprägt. Und Sie sind eines der jüngsten kulturellen Kinder hier im Nordosten Brasiliens für die bildende Kunst. Mit Sicherheit. So biete ich hier mit meiner Kunst und meinen Zwischenbildern eine neue Sprache an, die etwas ausdrückt, was mit anderen Medien schwer zu erreichen ist. Und wenn es um das Thema Beziehung geht, dann lohnt sich das für die Menschheit. Ich wünsche uns mit der Erweiterung der Sprache das Erreichen einer feineren Sensibilität, ein tieferes Verstehen und eine bessere Qualität bei der Umsetzung, also dem, was Sprache bewirken soll. Mein ganzes Künstlerleben lang bin ich bestrebt, meine Sprache deutlicher zu formulieren, eindeutiger zu vermitteln, was mein Leben zum Auftrag hat. Ich glaube, ich konnte mich an die Zwischenbilder annähern. Ein paar Plätze kann ich mir für die Zwischenbilder im Nordosten durchaus vorstellen. Wie können Personen, die sich für ihr Werk interessieren, ein Zwischenbild erhalten? Meine Bilder sind verkäuflich.
Wer Interesse hat, soll mich per E-Mail, Telefon in Brasilien kontaktieren. Sprechen Sie mit meiner Ehefrau. Allerdings könnten wir uns auch über Kunst am Bau und in ihrer Umgebung sprechen. Letztlich begleitet ein Zwischenbild durch das Leben und gibt Antworten. Wie würden Sie unser Gespräch heute zusammenfassen? Versuchen wir, ein heutiges Ergebnis zu formulieren. Bringen wir ein paar Qualitäten zusammen. Wir haben die Qualitäten des Antonio Conselheiro, benutzen wir meine Sprache der Kunst, die Zwischenbilder, nutzen wir den Weg des Wanderns zur Reflexion und wir bleiben dabei treu in der Identität. Dann erhalten wir folgendes Ergebnis als meinen Vorschlag. Lassen Sie uns ein Netz bauen von Skulpturen in der Stadt verteilt, die uns immer wieder auf die Werte von Antonio Conselheiro hinweisen. Ein Netz von Kakteen als Skulpturen soll uns stimulieren in der Aufmerksamkeit und uns auffordern, die Werte in unsere Gegenwart zu transportieren und zu formulieren. Benutzen wir den von mir anlässlich des Denkmals erfundenen Zwischenkaktus. Als Nebeneffekt erhält die Stadt Kishamobim eine Attraktion für den Ökotourismus. Vielen Dank für Ihr Engagement. Für dieses Interview, Herr Künstler Vauri de Albuquerque, und herzlichen Glückwunsch für die Ehrung der Stadt Kishamobim, Ihr Engagement, den Namen Antonio Conselheiro bekannt zu machen. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, lasst uns arbeiten auf dem Feld der Welt. Regina Notícias.